Let's play Mindstorm. Mindstorm, das ist sehr wahrscheinlich das erste Spiel von Vectrex. Wenn man keine Kassetten einstöpselt beim Vectrex, dann kommt das Game automatisch. Also es ist in jedem Vectrex quasi eingebaut. Und zwar ist das wie ein Asteroids, das man aus vielen anderen Konsolen kennt. Da mal lutscht ein bisschen runter. Mir ist so ein Raumschiff, wo verschiedene Minen, die da auftauchen, muss abknallen. Ganz am Anfang hat man gesehen, es kommt ein Raumschiff vorbei, wo da die Minen ausleitet. Und wir werden da irgendwie auf eine Mission geschickt, um alle Minen wieder wegzuräumen. Sprich, abzuknallen. Ich habe da verschiedene Funktionen. Ich kann schiessen, wie man da sieht. Ich kann fahren und ich kann auch flüchten. Es sieht so aus. Man kommt dann da via Zufallsprinzip einfach an einen anderen Ort, falls es dann gerade irgendwie eng werden sollte. Ja, auf jeden Fall, am Anfang gestaltet sich das Game relativ leicht. Aber je weiter man kommt, desto schwerer wird es. Ist irgendwie auch logisch. Es gibt auch verschiedene Gegner, die da plötzlich irgendwie schwerer werden. Es gibt da zu dem Game übrigens noch eine interessante Story. Und zwar ist das so, dass das Originalspiel, also quasi das, was eingebaut ist, das hat einen Bug, einen Fehler. Und zwar sieht es so aus, dass das Game, wenn man im Level 13 ist, plötzlich anhaltet. Das hat dann da dazu geführt, dass Leute dazu mal der MB, der Milton Bradley oder der GCE angeläutet haben und gesagt haben, hey, ihr Game hat einen Fehler, ob sie da nicht irgendwie könntet fixen. Und die Personen, die dann dort angeläutet haben, die haben dann das Mindstorm 2 bekommen. Das ist ganz genau das gleiche Game, aber es geht nach dem Level 13 weiter, also das Ganze ohne Bug. Ja, ich stelle mich da gerade ziemlich schlecht an im Game, aber eben, es ist ja nicht gerade... Ich bin nicht gerade so stark in diesem Spiel, ehrlich gesagt. Aber eben. Die einen Minen, die schiessen gerade wieder zurück, nachdem sie zerstört haben. Das ist ziemlich tricky. Ich bin dann wirklich versucht, da auszuweichen. Aber das Ganze mit dem Let's Play, Schnurren und Game ist nicht gerade so mein Ding, merke ich gerade. Jetzt sollte ich mich wieder mal ein bisschen konzentrieren, dass ich wenigstens mal ins Level 3 komme. Wenn ich nur so blöd am Quatschen bin. Hm? Scheiße. Ja, und ist schon wieder Game Over. Leck, die Zeit geht auch schnell rum. Das war's mit Mindstorm. Danke fürs Reinschauen.